Wird 2023 ein Rekordjahr für Gold? Meine Meinung und Einschätzung dazu jetzt in den nächsten Minuten und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Capital.com. Mein Name ist Hermann Köckemann und bevor wir durchstarten, empfehle ich dir, den Kanal direkt zu abonnieren, denn jede Woche erwarten dich neue, interessante und spannende Videos rund um das Thema Börse, Finanzen und Trading. Bevor wir durchstarten, wünsche ich dir aber im Namen des gesamten Teams von Capital.com ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen und ich wünsche dir viel Erfolg, insbesondere beim Trading im neuen Jahr. Die Gesamtmärkte sind eher so ein bisschen durchwachsen ins neue Jahr gestartet. So richtig starke Impulse hat es noch nicht gegeben. Bei Gold zeichnet sich aber ab, dass der Trendkanal immer steiler nach oben geht. Das Jahr 2022, das war für Gold ja eher so ein bisschen durchwachsen, obwohl wir viele Krisen eben rund um den Globus hatten. Dennoch könnte 2023 Gold deutlich mehr zulegen, vielleicht sogar bis über die Marke von 2000 US-Dollar. Die Hintergründe dazu sind mannigfaltig. Zum einen haben wir natürlich die Risiken noch in der Weltwirtschaft, dass es dort zu einer Rezession kommt. Das zweite Thema, was Gold natürlich auch beeinflusst, ist das Thema Inflation. Und ich habe mal nachgeguckt, die Inflationsraten im Dezember 2021 in den USA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, die lagen bei rund 7%. Mitte Januar werden die Inflationsdaten für Dezember 2022 veröffentlicht und da erwartet man ebenfalls 7% Preisanstieg. Das heißt, auf die 7% vom Vorjahr kommen dann nochmal 7% obendrauf. Man erwartet ohnehin, dass das Thema Inflation sich nicht ganz so stark oder so schnell abschwächen wird. Die Alternative, das hatten wir ja schon mal besprochen, zu Gold bei Inflationsabsicherung, das waren ja Immobilien, aber durch die stark steigenden Zinsen, ja, da stagnieren die Preise bei den Immobilien und dazu kommt auch, dass Immobilien in den letzten Jahren wahnsinnig gut gelaufen sind. Also bei vielen Anlegern könnten Immobilien momentan noch als viel zu teuer gelten. Und apropos Zinsen, auch das ist natürlich ein entsprechender Faktor. Zinsen sind Konkurrenz für Gold und da haben wir ja gesehen in 2022, dass in den USA die Zinsen sehr, sehr steil nach oben angestiegen sind und jetzt spekulieren ja einige schon darauf, dass so bei rund 5,25% das dann erstmal Schluss ist, dass die Notenbank dann die Zinsen nicht weiter anheben wird, dass auch die nächsten Zinsschritte nicht mal 0,75%, sondern eher 0,5% sind, also dass diese Zinskurve sich ein Stück weit abschwächen wird, also von daher, dass der Druck aus dieser Geschichte rausgehen wird und momentan sind wir ja schon bei 4,25 bis 4,5% Zinsen in den USA. Der nächste Punkt, der natürlich auch Einfluss auf Gold hat, das ist dann der US-Dollar. Im Zuge der Zinsanhebung ist der Dollar in 2022 im Jahresverlauf immer stärker geworden und das macht es natürlich dann für Investoren teurer, weil Gold primär eben in Dollar gehandelt wird, in Gold zu investieren. Gut möglich, dass deswegen auch Anleger gesagt haben, na, da halten wir uns erstmal zurück, der Dollar muss erstmal schwächer werden. Das ist dann auch zum Jahresende passiert. Also der Dollar hat wieder mehr Schwäche bekommen. Wie es zinstechnisch dann aussieht und wie sich der Dollar dann weiterentwickeln könnte, das erwarten sich viele Anleger sicherlich heute Abend, wenn das Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung veröffentlicht wird, um dann dazwischen herauszuhören, wie es mit den Zinsen weitergeht oder ob vielleicht sogar Mitte nächsten Jahres dann die Zinsen wieder sinken könnten. Das könnte Gold dann nochmal einen zusätzlichen Push geben. Experten von der Royal Bank of Canada, die erwarten sogar, dass in einem Best-Case-Szenario Gold auf über 2138 US-Dollar ansteigen könnte. Wie es charttechnisch momentan bei Gold aussieht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an auf der Plattform von Capital.com. Los geht's! Es geht steil nach oben für Gold im Stundenchart. Schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Als erstes verschaffen wir uns aber einen Überblick hier im Wochenchart. Ja, und da schauen wir mal. Wir sehen es hier im August 2020. Da hatten wir das Hoch bei über 2000 US-Dollar. Dann nochmal den Versuch hier im März 2022. Wir erinnern uns hier, das war die Zeit, das Thema Corona, wo es auf einmal schlagartig nach oben ging. Und dann hier dann eben im Zusammenhang mit den Unsicherheiten Russland, Ukraine, dann nochmal hier oben angetippt, aber eben kein neues Hoch ausgebildet. Im weiteren Verlauf in 2022 wurde Gold dann immer schwächer, hat sich dann hier
ja, so Ende September über den Oktober etwas stabilisiert. Wir haben eine Seitwärtsphase bekommen und dann im November haben wir gesehen, dass der Kurs dann wieder nach oben gezogen ist mit kurzen Korrekturen. Und jetzt auch die letzten Wochen sehen wir, dass wir hier immer steiler nach oben kommen. Also übergeordnetes Widerstandsziel für 2023 sehe ich persönlich natürlich hier oben bei diesen Hochs eben aus August 2020 und aus März 2022. Andere Experten sehen ja, dass der Goldpreis durchaus höher steigen kann in den Bereich 2138 US-Dollar. Ja, gucken wir, was ein bisschen genau passend kriegen. Nee, 2137. Also so bis in den Bereich, dass wir hier nach oben nochmal über diese Tops hinauskommen. Auf dem Weg nach oben, da haben wir natürlich jetzt hier im Wochenchart zunächst erstmal einen Widerstand grob bei 1915 US-Dollar. Wir sehen es hier das Hoch, dann hier die Unterstützung und den Retest. Den haben wir hier von der Unterseite noch nicht gehabt. Das heißt, wir können von hier aus im Jahresverlauf dann nochmal nach unten wegbröckeln, also nochmal Gegenwind bekommen. Also so 1915 US-Dollar wäre momentan hier so meine Widerstandsmarke. Unterstützung, ja, 1739 US-Dollar, gar nicht so schlecht. Ich würde sie aber ganz gerne ein bisschen nach unten korrigieren und zwar so grob hier in diesem Bereich. Sehen Sie, Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung sind nochmal nach unten durchgelaufen, sind jetzt deutlicher nach oben durchgekommen. Das heißt, diese Marke, dass wir auch hier auf Unterseite nochmal einen Retest bekommen, im Zusammenhang mit dem gleitenden Durchschnitt so bei 1704 US-Dollar als mögliche charttechnische Unterstützung. Ja, jetzt schauen wir nochmal zum Währungspaar Euro-US-Dollar rüber und hier sehen wir eben, dass auch hier der Euro immer schwächer geworden ist, der Dollar immer stärker geworden ist. Und dann sehen wir auch hier eben zum Ende September, zum Oktober diese Stabilisierungsphase, die wir bekommen haben. Und auch der Euro, der zieht deutlich nach oben, also konnte weiter deutlich zulegen. Dementsprechend der US-Dollar schwächer. Überkauft ist das Ganze hier noch nicht, der RSI noch nicht nach oben durchgelaufen. Also durchaus noch Luft nach oben, dass es weiter nach oben geht. Und wenn der Dollar schwächer wird, dann begünstigt das zumindest im Korrelationsthema zu Währung Gold, weil eben das Investment in Gold für die Anleger günstiger wird. Also da sehen wir eben diese Korrelation jetzt zum Goldpreis zu den Anstiegen. Aber zurück zu Gold. Schauen wir uns das Ganze an. Wir haben hier Bewegung, Korrektur, Bewegung im Tageschart. Ja, also wir sind jetzt im Tageschart, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Hier das Tief. Dann die Korrektur und hier ist es dann eben den Bären nicht gelungen, den Kurs wieder weiter nach unten durchzudrücken. Im Gegenteil, ich ziehe es mal ein bisschen größer. So ein erster Impuls, okay, dann wieder nach unten. Aber hier, da ging es dann los. Erster Impuls und dann der zweite Impuls. Das heißt, die Rallye mit kurzen Korrekturen konnte dann quasi starten. Dementsprechend dann auch hier sehen wir, dass der Abwärtstrend hier schon zunächst gebrochen worden ist, dann nochmal der Retest und wir dann gedreht haben in einen Aufwärtstrend, also Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Zum Schluss hier, zum Jahresende im Dezember, hat sich das so ein bisschen mit den Impulsen abgewechselt, also nach oben, wieder nach unten. Das, was nach oben gewonnen wurde, wurde dann wieder abverkauft. Also diese Abwärtsphase, die Preisfindung, da sind Bullen und Bären, also Käufer und Verkäufer eigentlich so, ja, kann sagen, sich einig im Preis, es geht ein bisschen rauf, es geht ein bisschen runter, diese Seitwärtsphase. Dann aber schlussendlich scheint man sich jetzt einig zu sein, dass höhere Preise gerechtfertigt oder interessant sein könnten. Dementsprechend zieht Gold jetzt hier zunächst erst ein bisschen leise, aber jetzt schon zum Jahresauftakt ein bisschen stärker nach oben an. So, Widerstandsmarke 1915 US-Dollar wie im Wochenchart, eng im Visier. Und wir sehen, na, der Abstand hier zum Top, ja, nach oben hin, der wird stetig, wenn das so weitergeht, täglich kleiner. Also nächste Marke hier auch im Tageschart als interessante Widerstandsmarke 1915 US-Dollar. Und wir sehen auch hier, dass der RSI, der ja schon da zu dieser Zeit im November im überkauften Bereich unterwegs war, jetzt hier langsam in diese Zone eintritt. Also durchaus möglich, dass dieser Widerstand nicht nur erreicht, sondern auch
Gültigkeit bekommt bei 1915 US-Dollar. Unterstützung auf der Unterseite würde ich hier im Tageschart erstmal in dem Bereich bei 1739 US-Dollar belassen wollen. Wir sehen es hier, Unterstützung in diesem Bereich. Dann Widerstand, nochmal Unterstützung, also durchaus möglich, dass wir nochmal runterkommen, um hier einen Retest zu machen. Ja, im Stundenchart, da sehen wir jetzt, dass wir hier eine recht steile Bewegung nach oben bekommen. Das heißt, wir haben ja auch hier schon ansteigende Hochpunkte gehabt. Ich habe es jetzt mal ein bisschen kleiner gezogen. Wir sehen es hier, wir sehen es hier, wir sehen es hier mit parallel ansteigenden Tiefpunkten. Das heißt, der Aufwärtstrend ist auch hier vollends intakt. Wir haben hier nochmal Bewegung, also das neue Hoch ausgebildet, dann die Korrektur und jetzt nochmal die Bewegung nach oben. Auch für den Stundenchart würde ich als interessanteste Widerstandsmarke hier oben auch da die 1915 US-Dollar belassen. Im überkauften Bereich sind wir allemal. Das sehen wir hier im RSI zumindest. Sollten wir eine Korrektur bekommen, eine Zwischenkorrektur, gleitender Durchschnitt hier auf diesem Niveau oberhalb von 1813 US-Dollar, dann wäre ich persönlich würde das Szenario einer Unterstützung wieder zurück in dieser Seitwärtsphase oder ansteigenden Seitwärtsphase aus dem Tageschart präferieren als mögliche Unterstützung bei 1814 US-Dollar. Soweit erstmal zu meiner Einschätzung rund um Gold. Wie es weitergeht, das bleibt natürlich erstmal noch abzuwarten. Zumindest haben wir uns erstmal vorbereitet mit den entsprechenden Widerstands- und Unterstützungsmarken im Wochenchart, im Tageschart und im Stundenchart. Denk aber bitte immer dran, alles, was wir hier im Video und im Chart zu besprechen, das kann so kommen, das muss nicht so kommen. Es handelt sich dabei lediglich um eine persönliche Einschätzung aufgrund meiner langjährigen Erfahrung. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da und vergiss nicht, den Kanal direkt zu abonnieren. Dann bist du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Traden. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.